A Tribe Called Quest hier in Cosmo. Und gleich ist es 3:15 am Montag. Wie viel wird eigentlich gelogen, wenn es um Corona geht? Gefährlich viel. Das zumindest sagen Gesundheitsexperten in aller Welt. Deshalb haben sie schon letzte Woche vor einer sogenannten Lügenpandemie gewarnt. Bestes Beispiel: US-Präsident Trump. Er hat nämlich vor laufender Kamera gesagt, dass es ja interessant wäre, mal zu schauen, ob man eigentlich Menschen vielleicht nicht mit Reinigungsmittel gegen Corona spritzen könnte. And then I see the disinfectant. Where it knocks it out in a minute. And is there a way we can do something like that? Injection inside or... Also in solchen Momenten, da schlagen seine Berater hinter den Kulissen bestimmt die Hände über dem Kopf zusammen und überlegen, wie Trump denn so einen Unsinn in der Öffentlichkeit denn wieder gerade biegen könnte. Genauso einen Job macht Reza Kazemi. Er ist Politikberater, ein sogenannter Spin-Doktor. Er berät nämlich Politiker, wie sie sich vor allem in Wahlkämpfen präsentieren sollen, um Wähler für sich zu gewinnen. Also was hätten Sie jetzt eigentlich Trump geraten nach dieser Reinigungsmittelspritzen-Aussage? Sie. Also zunächst einmal muss man wissen, Menschen vertrauen Menschen. Und als Politiker haben sie eine Bühne. Und das, was sie auf der Bühne präsentieren, so werden sie auch wahrgenommen. Und auf dieser Bühne entscheiden sie, wie sie wahrgenommen werden möchte. Welches Bild möchten sie bringen? Wenn sie also Aussagen bringen, die falsch sind oder die bewusst provokant sind, wenn sie Tabus brechen, müssen sie damit rechnen, dass sie die Aufmerksamkeit dafür bekommen. Gleichzeitig werden die Menschen sie auf der Basis auch bewerten. Und was würden Sie jetzt Trump raten in diesem Fall? Also normalerweise arbeiten wir nicht mit Politikern zusammen, die Menschen oder Minderheiten als Vorlage für die Hetze gebrauchen und auch nicht mit Politikern, die Falschnachrichten einsetzen. Wenn sie sich dafür entscheiden, bewusst Tabus zu brechen, dann hat das einen Sinn, wenn man das rein wissenschaftlich betrachtet. Und zwar, sie erhalten die Aufmerksamkeit, dass die Menschen ihnen die Bühne geben und sie dort betrachten. Und deswegen macht der Trump das auch. Der bricht sogenannte Tabus, indem er sagt, okay, man muss den Menschen Desinfektionsmittel spritzen, weil damit die Viren bekämpfen können, was absoluter Unsinn ist. Damit macht er von sich Rede. Die Frage ist, passt das zu seinem Bild oder nicht? Und verstärkt sich dieser Eindruck. Wie gehen Sie denn jetzt in Ihrer Praxis damit um? Also ich meine, wie gehen Sie mit Politikern um? Würden Sie ihnen raten zu lügen oder ich sage mal die Wahrheit zu denen, um jetzt mal bei den Wählern mehr Erfolg zu haben? Auf keinen Fall sollen Politiker lügen. Wir haben im politischen Markt genauso wie im kommerziellen Markt einen gewissen Austausch. Im kommerziellen Markt, wenn ich ein Smartphone beispielsweise kaufe, tausche ich das Produkt gegen Geld und erhalte das Produkt im Gegenzug. Und im politischen Markt ist es ein bisschen anders. Ich kaufe mir Vertrauen und bekomme dafür eine Stimme. Wenn ich dann im Laufe der nächsten 4, 5, 6 Jahre, je nachdem, um was für eine Kandidatur sich das handelt, die Stimmen erhalte und danach nicht liefere, das Vertrauen breche, dann bekomme ich die Rechnung heimbezahlt. Politikberater Reza Kazemi, Sie beraten gerade Politiker, die im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen sind, also auch Bürgermeister, denn im September wird er ja wieder gewählt. Und wie es da mit den Lügen aussieht, ja, Herr Kazemi, darüber sprechen wir dann gleich mal zusammen. Dankeschön, bis gleich.